Wir werden auf jeden Fall Thüringen so unattraktiv wie möglich für Sozialmigration machen. Wir werden deutlich in den öffentlichen Raum stellen, dass das Weltsozialamt Thüringen in der Abteilung, dass das Weltsozialamt Deutschland in der Abteilung Thüringen geschlossen ist. Weiterhin werden wir sofort den Bund verklagen im Organstreitverfahren. Das, was Seehofer von 2015 angekündigt hat, werden wir umsetzen. Das heißt, den Bund zwingen, Recht und Gesetz zu exekutieren und die Bundesaußengrenze zu schützen. Wir müssen ja dahin kommen, dass wir die Grenzen schützen, damit die Massenmigration nach Deutschland endlich endet. Das heißt, der Wasserrohrbruch muss gestoppt werden. Ja, bevor man das Wasser verteilt, muss man den Wasserrohrbruch stoppen. Und genau das ist unser Ansatz. Der Königsteiner Schlüssel ist nicht das Problem, wenn nicht Millionen kommen würden. Was ist mit Abschiebungen? Planen Sie die auch? Absolut. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass der Zufluss gestoppt wird. Aber die Abschiebungen sind natürlich auch ein wichtiges Mittel, um auch deutlich zu machen, dass die Willkommenskultur beendet wird. Sie können grün wählen oder schwarz wählen oder rot wählen. Sie kriegen mehr EU, mehr Euro-Rettung, mehr Energiewende, mehr Multikulti. Mehr aggressive Kriegsrhetorik. Von daher ist das ein Kartellwesen, das sich herausgebildet hat. Und das ist eigentlich der bessere Begriff, Kartellpartei. Was ist mit Sarah Wagenknecht, Ihrem Bündnis? Sie wollten Sarah Wagenknecht ja sogar mal aufnehmen in die AfD. Hatten ihr den Antrag gemacht, ist aber, glaube ich, abgelehnt worden. Ich bin mittlerweile relativ enttäuscht oder ernüchtert, muss ich sagen. Ich sehe das BSW in Thüringen vor allen Dingen. Ja, ich sehe, dass dort ein Landesverband mit 50 Mitgliedern existiert, der kadermäßig geführt wird, der zentralistisch geführt wird. Das hat wenig mit Basisdemokratie zu tun, so wie wir das als AfD in Thüringen leben. Ich sehe eine Spitzenkandidatin, die als Oberbürgermeisterin von Eisenach die Willkommenskultur hochgelobt hat und Eisenach die Willkommenskultur als Bestandteil sogar Eisenachs bezeichnet hat. Ich glaube, wir haben hier wirklich alten, tiefroten linken Wein in neuen Schläuchen, der den Menschen angeboten wird. Aber dass man mich zum Teufel der Nation gemacht hat, war ja nicht mein Wille. Und das hat man wahrscheinlich getan, weil ich in Anführungszeichen gefährlich bin für das Establishment, für die Kartellparteien, weil ich ehrlich bin und authentisch bin und immer mehr Menschen spüren das. Für mich ist der sogenannte Verfassungsschutz ein wirklicher Demokratiegefährder. Deswegen ist unser Ansatz in Thüringen auch, diesen Verfassungsschutz zu reformieren, zu demokratisieren. Er darf nicht mehr als Schild und Schwert der Regierung missbraucht werden können. Das ist im Augenblick in Deutschland und in Thüringen der Fall. Er ist eine große, große Gefahr für die Demokratie. Deswegen müssen wir daran gehen.